Spüren Sie schon den Walkürenhauch? Felix Dahn jedenfalls glaubte ihn zu spüren. Der Autor des damals viel gelesenen Abenteuerromans Ein Kampf um Rom ging in den 1870er Jahren an die Universität Königsberg und dabei sah er sich selber als letzten Ordensritter der Marienburg. Herzlich willkommen in der Kabinettausstellung Walkürenhauch an der Ostsee, Nationalismus und Romantik in der Literatur Ostpreußens. Vor 150 Jahren wurde Deutschland zum ersten Mal ein Nationalstaat. 1871 wurde das Zweite Deutsche Kaiserreich in Versailles proklamiert. Natürlich hatten sich die Deutschen lange nach einer solchen Einigkeit gesehnt und auch heute noch ist die Bundesrepublik Deutschland formal Rechtsnachfolger dieses Kaiserreichs. Aber den Wünschen, die viele Studenten, Bürger, Befreiungskämpfer zu Anfang des 19. Jahrhunderts an die deutsche Einheit gerichtet hatten, diesen Wünschen entsprach das neue Kaiserreich sehr wenig. Bismarck, der erste Reichskanzler des neuen Reiches, wurde nicht zufällig in vielen Denkmälern als Krieger, als Soldat verewigt, keineswegs etwa in der Haltung des Diplomaten, der er auch war. Denn das Kaiserreich war eine Gründung, die von oben erfolgte, die erst nach drei Kriegen gelang, gegen Dänemark, gegen Österreich und gegen Frankreich. Und die Proklamation des Kaiserreichs selbst fand im Feindesland statt, in Frankreich, in Versailles, im Lande des eben 1870-71 besiegten dritten Gegners. Das Kaiserreich war eine Gründung von oben. Es erfüllte die Wünsche der Liberalen, der Demokraten keineswegs, die eine Verfassung, eine geschriebene Verfassung, ein starkes Parlament sich gewünscht hatten. Der Reichstag im Kaiserreich hatte faktisch keine exekutiven und legislativen Aufgaben. Der Souverän war der Kaiser. Bismarck wird das Wort zugeschrieben, dass wichtige Entscheidungen nur durch Eisen und Blut gefällt würden. Und diese Hypothek lastete auf dem Kaiserreich. Natürlich versuchte man, die Menschen, die Bürger, trotz allem mitzunehmen. Und das ist der Punkt, wo Literatur und Kunst ins Spiel kommen. Dem Reich wurden Nationaldenkmäler errichtet, die Germania vom Niederwald, der Hermann der Cherusker, das Arminius-Denkmal bei Detmold. Teilweise waren das schon länger in Planung befindliche Denkmäler, aber zusammen mit der öffentlichen Meinung, die Literaten, Autoren zu prägen versuchten, sollten sie dem neuen Reich erst die richtige Legitimation verschaffen. Preußen ging in diesem Kaiserreich auf. Andere haben auch gesagt, bei dieser Gelegenheit sei ganz Deutschland preußisch geworden. Wie entstand nun die Idee des Nationalen in Deutschland? Wie hat sie sich entwickelt? Wichtig dafür waren in der Literatur der Sturm und Drang und die Romantik. Für den Sturm und Drang ist wiederum Herder von Bedeutung, den man oft den Mentor Goethes genannt hat. Herder begann Volkslieder zu sammeln von vielen verschiedenen Nationen, so wie andere, etwa eine Generation später, die Brüder Grimm, andere kurze populäre Formen gesammelt haben, natürlich die berühmten Kinder- und Hausmärchen zum Beispiel. Herder wollte mit den Volksliedern zeigen, auf welche Weise die unterschiedlichen Völkern den Emotionen Ausdruck geben, die sie alle bewegen. Wichtig war ihm gerade, dass diese Lieder keinen namentlich bekannten Verfasser hatten. Deshalb konnten sie als Stimmen der Völker gelten. Herder ging es eigentlich genauso um das Verbindende, das allen Menschen Gemeinsame, wie um das Spezielle jeder einzelnen Nation. Man hat das später oft missverstanden, aber so wurde der Begriff Nation populär, so wurde er wichtig, so wurde er ein Element des damaligen Denkens. Die Romantik ihrerseits flüchtete, wenn man so will, vor der Aufklärung gerne in andere Zeiten und Räume.
eine dieser Wunschzeiten, dieser Idealepochen der Romantik war das deutsche Mittelalter, das man damals wiederentdeckte, oder jedenfalls das, was man sich darunter vorstellte damals, wurde zum Ideal. Und Beispiele hierfür können E.T.A. Hoffmann und Josef von Eichendorff sein. Hoffmann, der in seine unheimlichen Geschichten gerne Figuren und Schauplätze aus dem Mittelalter einbezog. Eichendorff, der ziemlich unmittelbar mit der Rekonstruktion der Marienburg im heutigen Malbork, im damaligen Ostpreußen, zu tun hatte. Eichendorff war als Dichter nebenbei auch Aushilfsbeamter, irgendwovon musste er ja leben. Und er bekam von seinem damaligen Vorgesetzten in Königsberg, dem preußischen Oberpräsidenten Theodor von Schön, den Auftrag, die Restaurierung der Marienburg durch eine Art Dokumentation und Propagandaschrift zu begleiten. Eichendorff hat das tatsächlich getan. Er hat nicht nur ein Drama geschrieben über den letzten Helden der Marienburg, den letzten den Verteidiger der Marienburg nach der Schlacht bei Tannenberg 1410, Heinrich von Plauen. Er hat außerdem die Rekonstruktion der Marienburg in einer Art von Dokumentation begleitet und sie erstmals als ein Gemeinschaftswerk der deutschen Stände dargestellt. Man kann hier sozusagen ansatzweise sehen, wie die Literatur ihre Rolle übernimmt, wie die Literatur sozusagen ihre Rolle ergreift, Nationaldenkmäler in der Schrift zu produzieren, gewissermaßen heraufzuschreiben. Denn die Rekonstruktion eines aus dem Mittelalter stammenden wunderbaren Bauwerks ist das eine, aber die Bedeutung, der Wert, den dieses Bauwerk dann im Bewusstsein eines Volkes oder einer Nation einnehmen soll, ist natürlich das andere. Und die Brücke zwischen dem einen und dem anderen schafft die Literatur. Eine neue Qualität erreichte das deutsche Nationalbewusstsein mit dem Beginn der Befreiungskriege gegen Napoleon im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Napoleon hatte sich ja angeschickt, halb Europa zu erobern. Er scheiterte bekanntlich erst 1812 auf seinem Zug nach Moskau. Und die besetzten Völker Europas, darunter die Deutschen, rebellierten natürlich gegen seine Vorherrschaft. Ein junger Dichter, der die Befreiungskriege begleitete, war Max von Schenkendorff aus Tilsit, der unter anderem auch dem Deutschen Ordenskreuz ein Gedicht widmete. Von Max von Schenkendorff stammt übrigens die Zeile Freiheit, die ich meine, die aber heute kaum jemand noch mit seinem Namen verbindet. Die Befreiungskriege der Deutschen gegen Napoleon begannen eigentlich Anfang 1813 in Ostpreußen und sozusagen eines der aufrüttelnden Momente dafür war die Ansprache des Jörg von Wartenburg vor den ostpreußischen Ständen. Diese Ansprache wurde 75 Jahre danach das Gemälde von Otto Brausewetter gewidmet und Felix Dahn, von dem wir hier schon gehört haben, widmete wiederum diesem Gemälde im damaligen Königsberger Landtag ein Gedicht. Spätestens 1945 ist das Originalgemälde mit dem Königsberger Landtag zerstört worden. Sie sehen, an diesem großen Abstand, 75 Jahre später, wird eine Ansprache verklärt, die die Befreiungskriege eingeleitet hat. Sie sehen an diesem großen zeitlichen Abstand, wie sich die Geschichte des deutschen Nationalbewusstseins von Anfang an selbst historisch wird, wie man versucht, Momente zu entwickeln, gewissermaßen Denkmäler herzustellen, die an große Augenblicke erinnern sollen und wie sich die Geschichte der deutschen Befreiungshoffnungen, der deutschen Einigungshoffnungen in solchen Momenten gewissermaßen von selber schreibt. Besonders stürmisch weht der Walkürenhauch natürlich bei Richard Wagner. Sein Musikdrama Die Walküre ist ja ein Teil des Zyklus Der Ring des Nibelungen, der 1876 nach der ersten Aufführung in Bayreuth ja zu so etwas wie einer Erkennungsmusik des
neuen deutschen Kaiserreichs wurde. Übrigens später verhängnisvollerweise ja auch zur offiziellen Lieblingsmusik des Reiches der Nationalsozialisten unter Hitler. Aber in seinen jungen Jahren, als Richard Wagner sich in Königsberg um eine Anstellung als Kapellmeister bemühte, er hat übrigens in Königsberg auch geheiratet, da hat er sich auch mit der Geschichte des Deutschen Ordens beschäftigt oder jedenfalls versucht, diese ein Stück weit in Musik zu setzen. So besitzen wir von ihm noch heute eine kleine Handschrift aus dieser Königsberger Zeit, die die Musik einer Opfer- und Beschwörungsszene skizziert. Hintergrund dieser Szene ist offensichtlich der Kampf des Deutschen Ordens gegen die sogenannten Heiden, das heißt die Prussen, und gegen ihre Götter. Man sieht hier, wie mehrere Traditionen sozusagen ineinandergreifen. Die Wiederbeschwörung der germanischen Vergangenheit in der Nibelungensage und die Geschichte der Eroberung des Deutschen Ordens in Preußen. Der sogenannte Kampf gegen die Heiden diente in der Sicht des 19. Jahrhunderts dann auch zur Legitimierung eines deutschen Nationalstaats beziehungsweise einer aggressiven Politik gegen Minderheiten, die ja in diesem neuen deutschen Kaiserreich lebten, gerade in Ostpreußen, Polen, Litauer und so weiter, und die nun alle zwangsgermanisiert werden sollten. Ob Richard Wagner davon etwas geahnt oder das gar gewollt hat oder nicht, in jedem Fall wurde schließlich seine Musik auch zur Legitimation dieser Unterdrückung von Minderheiten oder dieser Nationalpropaganda herangezogen. Ein Fan von Richard Wagner war auch Felix Dahn. Wenn wir den Namen von Felix Dahn heute überhaupt noch kennen, dann wegen seines sehr erfolgreichen Jugend- und Abenteuerromans Ein Kampf um Rom. Dieser wurde in Königsberg beendet, ist 1876 zum ersten Mal erschienen und bis heute in Deutschland in einer Millionenauflage verbreitet. Seine Popularität reichte sogar für eine sehr aufwendige Verfilmung nach Ende der 1960er Jahre, zu der man sich Orson Welles aus Hollywood ausgeliehen hat. Felix Dahn war eigentlich Professor für Jura mit dem Schwerpunkt auf germanischer Rechtsgeschichte. Er hatte Professuren in Würzburg, Königsberg und schließlich Breslau inne und war darüber hinaus einer der wichtigen kulturpolitischen Netzwerker in dem beginnenden imperialistischen Deutschland. In einem Nachrufgedicht auf Richard Wagner lässt er den Komponisten selber von Walküren ins germanische Jenseits nach Asgard geleiten. Er glaubte nämlich, dass Wagner und er das Interesse für die vermeintlich germanische Vergangenheit teilten. Heute erscheinen uns beide als Exponenten des Historismus, die eher dem Deutschen Kaiserreich eine fiktive germanische Vergangenheit erfanden, die also dazu beigetragen haben, dem Deutschen Kaiserreich eine kulturelle Legitimation zu verschaffen, die es auf politischer Ebene nicht hatte. Der Kampf um Rom erzählt von dem Ende des Reiches der Ostgoten unter Theoderich im 6. Jahrhundert in Mittelitalien. Er endet bekanntlich mit dem freien Abzug der sozusagen im Felde unbesiegten Goten, die ohnehin die moralischen Sieger gegen die hinterhältigen Römer und die dekadenten Byzantiner, also aus dem damaligen Konstantinopel, sind und die einen ehrenvollen Abzug erhalten. Ich war heim, bringen wir die letzten Goten, wir tragen keinen König mit, wir tragen einen Toten. Darin spiegelt sich eine problematische Gedankenfigur des sogenannten tragischen Heroismus wider, die im Kaiserreich sehr populär war und leider auf Schlimmeres vorwegdeutete, auf den Ersten Weltkrieg, wenn man so will, oder auch noch bis in die Nazizeit hinein. Und man kann rückblickend, denke ich, nur sagen, von der Zeit des Kaiserreiches bis 1945, dass diese Idee
dieser tragische Heroismus sehr viel Leid verschuldet hat und sehr viel Schaden in der ganzen Welt angerichtet hat. Auch als alles in Scherben gefallen war, blieb die Figur des deutschen Ordensritters ein Symbol für den deutschen Nationalismus. Auf der einen Seite als eine Art Figur des Gedenkens, die sozusagen die Erinnerung an den deutschen Osten wachhalten sollte, auf der anderen Seite aber auch längst in der Wahrnehmung anderer Völker, die in der Figur des deutschen Ordensritters geradezu die Verkörperung des bösen und hässlichen Deutschen sahen. Ich denke, das ist eine notwendige Ergänzung zu der Entwicklungsgeschichte des deutschen Nationalismus, sozusagen eine Art ikonografische Retourkutsche. Man kann hier auf den Roman Die Kreuzritter des Nobelpreisträgers Henryk Sienkiewicz hinweisen, vielleicht bekannt als Autor des Romans Quo Vadis. In den Kreuzrittern zeichnet Sienkiewicz genau in dieser Figur des deutschen Ordensritters den Bösen, den Hässlichen, den fremdes Land erobernden Deutschen. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Marienburg und wurde der Ordensritter zu einem Symbol für die Volksabstimmungen über verschiedene Gebiete, in denen es darum ging, ob sie nach dem Friedensschluss von Versailles an Deutschland, an das Deutsche Reich oder an Polen fallen sollten zum Beispiel. Und man errichtete vor der Marienburg als Denkmal für eine dieser Volksabstimmungen auf einer Säule die Gestalt eines Ordensritters, wiederum auch als ein Symbol, das zeigen sollte, diese Volksabstimmung sei ein nationaler Akt. Noch in den 1980er Jahren wurden aus polnischer Sicht mehrere Politiker wie Ordensritter kostümiert. Konrad Adenauer als erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und Ronald Reagan als Präsident der Vereinigten Staaten zu Beginn der 80er Jahre. Während Ronald Reagan mit seinem sogenannten Star Wars Programm eine neue Runde des Wettrüstens zwischen NATO und Warschauer Pakt einleitete, war Konrad Adenauer ja derjenige gewesen, der am engagiertesten für den Eintritt der Bundesrepublik in die NATO und damit für die Westbindung Deutschlands eingetreten war. Aus polnischer, aber nicht nur aus polnischer Sicht, hatte er dadurch den Graben vertieft, der Europa mehr als 40 Jahre lang gespalten hat und der letztlich eine Folge auch des deutschen Nationalismus gewesen ist.